Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei Assassin's Creed Syndicate. Und ein Abo und ein Daumen nach oben sind natürlich wie immer umsonst und würden mich sehr freuen, so denn ihr euch dazu entscheiden solltet. In diesem Part werden wir vermutlich Ruff töten. Ich wüsste nicht, was unser anderes Ziel sein sollte. Nehme ich stark an und dann haben wir nämlich alle Templer bis auf Starrick getötet. Also, der ist ja jetzt nicht ganz ein Templer, aber egal. Er muss trotzdem sterben, der wollte Kinder töten. Schluss sagt, Jacob muss Maxwell Ruff in der Alhambra Music Hall aufspielen und ihn eliminieren. Dann werden wir das mal tun. Oh, gibt mehr als eine Gelegenheit, aber die wurden dann direkt alle angezeigt. Maxwell Ruff eliminieren, das gibt wieder Kunden, Gelegenheiten identifizieren. Platzanweiser, Tatangelegenheit, Bedienung, Unterstützungsgelegenheit und Maschinist, Gelegenheit für ein einzigartiges Attentat. Ich nehme an, bei Maschinisten geht es darum, ein Licht auf ihn runterzustürzen oder sowas. Was sehr cool wäre, wenn das so wäre. Wir dürfen alles töten, von daher ist es kein Problem. Aber ich möchte eigentlich nicht alles töten, bin ich ehrlich mit euch. Muss nicht sein. Platzanweiser. Einfacher Zugang zum Theater. Eine Maske finden und sich der Gruppe anschließen. Eine Maske von Ruffs Wache plündern. Okay. Da haben wir unsere Maske. Ich glaube, Corvus ist Latein und heißt Krähe. Betreten wir nun das Theater für die heutige Vorstellung. Kein Zutritt! In der Antike galt die Krähe als eine Art Schalk, so wie der Fuchs. Oh, Herman, du weißt einfach alles, nicht wahr? Sind alle bereit? Dann gehen wir rein. Mesdames et Messieurs, Ladies and Gentlemen, willkommen in der Alhambra Music Hall. Wir führen heute und nur heute Nacht eine ganz besondere Interpretation von Corvus der Schwindler auf. Auch wenn einige der Effekte bedrückend und zutiefst verstörend sind, bewahren Sie Ruhe, meine lieben Gäste. Keine Angst, dies ist nur die reinste Form der Unterhaltung. Die heutige Vorstellung geht dem Andenken und dem Verdienst eines jungen Mannes, der einen festen Platz in meinem Herzen innehat. Alle Bedenken und Beschwerden sind bitte an ihn zu richten. Jacob, mein Junge, diese Show widme ich dir. Was für ein Wahnsinniger. Ich möchte keine Schaugewinn mitbekommen. Ich möchte, dass du aufhörst, Kinder zu töten. Da Kinder als Kollateralschäden zu sehen. Wenn du mir erlaubst,
bediene Sie heute Abend, Gentlemen. Du noch hier, Liebes? Beim letzten Mal hast du uns doch fast vergiftet. Szene 2 bereit! Lass mich raus! Ich muss den Steg für die Show runterlassen! Weißt du was? Dieser Roth kann mich mal... Sag sowas nicht. Du weißt, dass er... Maschinist schaltet einzigartiges Attentat frei. Der Maschinist steuert die Stege über die Bühne. Über der Bühne. Maschinist befreien, damit er den Steg senkt. Jeden hier, wie es jeden. Wir haben einen Freiwilligen. Einen Auf... Gelingt er zur Vergiftung, in der Nähe des Krugs gelangen. Mit Bedienung reden, um den Krug zu vergiften. Aus für diesen sehr mutigen Mann. Unser Freiwilliger wird in Kürze für dich sterben, Jacob. Sie haben gleich das Glück mitzuerleben, wie dieser Gentleman beschossen wird, und zwar aus kürzester Distanz. Unser Kunstschütze wird auf mehrere Ziele rund um seinen Kopf herumschießen. Aufregend, nicht wahr? Wird unser Ehrengast unverletzt bleiben? Süßes, süßes Ding. Das ist mein Beruf, Sir. Nun, vielen Dank dafür. Na, kann ich nicht dran vorbei. Bestimmt weniger trinken. Wir Briten sind ein zäher Haufen. Stellen wir diese Zähigkeit auf die Probe. Wollen wir da irgendwie anders hin? Nee, ne? Warten, bis sie wiederkommt. Entschuldigung, Liebes. Wo kann ich denn hier mal austreten? Da drüben. Danke. Wie mitreißend. Keine Angst, meine Freunde. Das gehört alles zur Show. Bitte bleiben Sie doch auch für den nächsten Akt des Schauspiels. Herrje, bröckeln deine Prinzipien, Jacob? Der Typ ist tot. Oh. Das Aroma ist beim zweiten Mal noch kräftiger. Die Jagd, sie wird eher zum Selbstzweck als zur Notwendigkeit. Müssen ein bisschen aufpassen, wenn ihr die jetzt alle vergiftet, ne? Sind die jetzt auch vergiftet da vorne? Ich hoffe es mal nicht. Wo geht's denn nochmal runter? Hier durch? Auch schon. Wir sehen leider den Bereich nicht mehr um uns rum. Ja, da komme ich wieder. Ist kaputt. Dann, dann, da, 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 da. Das Problem ist, wir müssen alle Köder töten, ne? Ich weiß nicht, ob sie jetzt alle Köder tötet. Wenn es die oben sind, tötet sie, ne? Ja. Ihn, dass es
Zweifellos können Sie erraten, was gerade in seinem Kopf vorgeht, meine Freunde. Ich helfe. Roy! Ist er. Die Suche verschlingt dich. Das Credo vergessen. Die Beute vor Augen. Die Zähne gespitzt. Ist er hergekommen? Wenn das nicht Roth war. Das hinterlässt einen starken Nachgeschmack, oder? Wie auf Schwein zu beißen, wenn man Wildbret erwartet. So. Ich will nicht, dass der Typ mich sieht. Ich meine, bei denen darf ich ja Fernkampfwaffen nutzen. Aber bei ihm dann nicht. So nervig, dass der Typ jetzt hier ist. Das ist reizend. Tausend Dank. Für diesen Trick, Ladies and Gentlemen, haben wir einen überaus mutigen Freiwilligen gefunden. Mit dem wagemutigen Freiwilligen im Innern wird unsere gefeierte Illusionistin die Kiste in zwei Hälften sägen. Staunen Sie, wenn unser Freiwilliger sie unverletzt wieder verlässt. Unsere talentierte Magierin, Säbelzahn-Jane, wird diesen berühmten Trick vorführen. Man sagt, sie habe ihr Handwerk vom mysteriösen Torini persönlich erlernt. Die Säge, die Miss Jane heute Abend benutzt, wurde aus der antiken Stadt Koduma importiert. Schmiedet wird. Ich hoffe, Sie haben den Abend bisher genossen, Ladies and Gentlemen. Ich jedenfalls habe das. Vor unserem letzten Akt möchte ich auf die mutigen Menschen anstoßen, die mit Feuer und Flamme das Leben zelebrieren. Und den Tod. Also los, zelebriert! Du bist am Zug, Jacob, mein Bester. Brenn! 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 Jacob, mein Bester, wo steckst du? Hierher, Jacob! Mein Lieber, was für eine Nacht. Der Stoff für Legenden. Warum hast du das getan? Das alles? Was denn? Ein Krähenküken zwischen zwei Fingern zu zerquetschen, die zu zerstückeln, die du unschuldig nennst? Den göttlichen Wahnsinn der Welt zu bewahren? Aus demselben Grund, aus dem ich alles tue. Warum nicht?
Eieieiei. Jetzt müssen wir noch flüchten. Ah, hier ist alles Feuer. Hier komme ich nicht lebend raus. Unter 90 Sekunden raus. Ich weiß nicht genau wie. Was für ein Albtraum. Ich wollte eigentlich die Leiter gerne hoch, aber das lässt das Spiel mich nicht. Hallo, darf man auf die Leiter hoch? Er geht überall dran, nur nicht an die Leiter. Oh mein Gott, ich liebe es. Okay, lass uns mal ganz kurz vom Checkpoint starten. Ganz ehrlich, das ist doch lächerlich. Hier komme ich nicht lebend raus. Oh, das Ding ist nicht mal unten, okay. Aber wie soll man hier rauskommen? Was für ein Albtraum. Ich glaube, das waren jetzt unter 90 Sekunden. Das muss man die ganze Mission neu spielen. Funktioniert. Ordnung erschuf Unordnung. Die See erhebt sich, um die Pubs zu fluten und die Laternen zu löschen. Unsere Stadt stirbt. Tupini ist gescheitert. Lucy ist gescheitert. Brutnell, Elliotson. Pearl. Wir alle gingen ins Dunkel. Jetzt ist es an mir. Die Assassinen brachten das Wilde der Natur in unsere Heimat. Menschen wurden zu Monstern. Stürzten sich auf uns wie Bestien. Unsere Zivilisation muss diesen Ansturm überstehen. Damit die dunklen Zeiten nicht zurückkehren, fange ich neu an. London wird neu geboren. Splitter ist unter dem Buckingham Palace. Wir haben, was wir brauchen. Jetzt können wir das Eindringen planen. Warte, wir brauchen eine visuelle Bestätigung. Wenn wir da reingehen, müssen wir absolut sicher sein.
Wir haben nur einen Versuch, bevor Otso Berg sich auf uns stürzt. Da muss ich schon recht geben. Wir gehen beim Palast in Stellung, aber wir warten, bis du die Daten synchronisiert hast, bevor wir losschlagen. Nun hängt alles von dir ab, Novize. Du kommst spät. Starrick setzt sich schon in Bewegung. Der Edensplitter ist irgendwo im Buckingham Palace. Soll er ihn haben? Ich habe deine Stümpereien in der Stadt verfolgt. Vielleicht solltest du meinem Urteil vertrauen. Ich habe Starricks Handlanger getötet. Und was hast du gemacht? Fragen wir doch Henry. Sollen wir? Ich habe deine Fehler korrigiert. Überhastet ist nicht schnell genug. Hör auf, Vater zu zitieren. Das ist Plato. Und es tut mir leid, dass mein Plan nichts enthält, was du zerstören kannst. Vater hatte recht, er hat deine Methoden nie gut geheißen. Vater ist tot! Genug! Ich habe Neuigkeiten von meinen Spionen. Auf dem Palastball heute Nacht will Starrick den Edensplitter stehlen und dann die Führer von Kirche und Land eliminieren. Einmal noch wie in alten Zeiten. Und dann sind wir fertig. Abgemacht. Wie lautet der Plan? Welch unerwartetes Vergnügen, Sie beide zu besuchen. Was gibt es Neues auf der Straße? Mrs. Disraeli, wir haben etwas innerhalb des Buckingham Palace entdeckt, das womöglich eine Gefahr... Was meine Schwester sagen möchte, ist, dass wir Zugang zu dem Ball heute Nacht benötigen. Oh, unmöglich! Selbst wenn zufällig noch ein paar Einladungskarten übrig wären, was nicht der Fall ist, oh, dann könnte jemand Ihres Standes... Wenn dieser verdammte Nargletstone heute Abend anwesend ist, können Sie meine Karte haben. Perfekt, dann gehe ich allein. Mrs. Disraeli, falls Sie so freundlich wären, meinen geliebten Bruder über den Wohnort der Gladstones zu unterrichten, kann er vielleicht sein Talent einsetzen, um deren Karten zu konfiszieren. Amüsant. Hast du gehört, Dizzy? Wir stibitzen die Einladungen der Gladstones. Danke, dass du mich dafür meldest, Schwesterherz. Oh, gern geschehen, mein Bruderherz. Nun, Mrs. Disraeli, entschuldigen Sie mich bitte, ich muss den Maharaja aufsuchen. Ich habe den Verdacht, dass er eine zweite Ausführung eines gewissen Gewölbeplans hat. Die sich aber auf einmal hassen, ne? Das haben wir auch nicht so kommen sehen, dass die sich jetzt hassen am Ende. Evie hat vielleicht Nerven. Er handelt mich wie ein Kind. Oh, ist auch direkt in der Mission sind wir jetzt, okay. Das ist krass, dass wir jetzt einfach direkt in die Mission reinstarten, okay. Ich habe übrigens zwischen den Parts auch nochmal geupgradet, ein paar Sachen. Deswegen haben wir auch so wenig Geld gehabt gerade. Maximum Dracula. Ich zieh das jetzt einfach nur aus Jux an. Maximum Dracula. Aber ich kann überlegen, ob ich nicht doch was anziehe, was mir irgendwie was bringt, weil das... Hm. Ja, aber das ist ja auch alles. Meisterassassine habe ich auch noch angehabt, weil es schön aussieht. Und wir ziehen das Maximum Dracula an. Oh mein Gott. Was? Warum ist das jetzt nicht angezogen? Spiel. Ich habe Maximum Dracula angelegt. Geht nicht. Warum? Wieso? Weshalb? Warum hat der eigentlich das? Hä? Ich bin verwirrt. Der hat das nicht an. Oder? Oder ist das das? Moment. Lass mal gucken müssen. Kein Polizisten töten ist das Ziel. herrlich. Moment, wir müssen uns dafür ducken. Ja, okay, das ist das Ding. So. Aber 1100 Meter ist ein ganz schön weites Stück. Wir können ja auch in Mission schnell teleportieren, oder?
Bei 1100 Meter ist ein ganz schön heftiges. Ne, wir können die Mission nicht teleportieren. Okay. Let's go. Danke, Spiel, dass du mich jetzt so lange dahin fahren lässt. Da freue ich mich doch richtig. Wenn es weiter nichts ist. Haben wir eigentlich Datenbank-Einträge, die wir noch lesen müssen? Nö. Fortschrittstagebuch, da haben wir jetzt auch nichts Neues, ne? Templerverschwörung? Nö. Fortschrittstagebuch würde mich noch interessieren, wie viele Missionen gibt es hier? Ich meine, es waren 4. Okay. Doppelter Ärger. Jacob muss die Einladung zum Ball der Queen von Mr. und Mrs. Gladstone beschaffen. Okay. Let's go. Was war das gerade? 96% habe ich gerade eben gesehen. Irgendwo. Stand, glaube ich, gerade 96%. Nicht so schnell. Wenn ich jetzt aus Versehen einen Polizisten töte, der über die Straße geht, zählt das dann auch für keinen Polizisten töten? Vermutlich ja, ne? Also muss ich jetzt aufpassen sogar noch hier. Wir müssen schnell zum Zielort. Das ist zum Mäusemelken. Also bisher muss ich sagen, die letzten 3 Missionen oder so haben mir, also alles mit Roth hat mir sehr gut gefallen. Ich bin gespannt, ob das Finale jetzt noch ganz cool wird. Was ich nicht verstehe, ist, warum Evie und Jacob sich jetzt so mega hassen auf einmal. Ich verstehe es so aus Evies Sicht schon so ein bisschen, aber die sind ja wirklich, der Geschwister-Zwist ist ja viel heftiger, als das Spiel das vorher gezeigt hat. Das hat mich gerade echt ein bisschen geschockt, wie sehr die sich hassen. Damit hatte ich jetzt echt nicht gerechnet. Die Story skippt irgendwie so gefühlt ein bisschen was. Cutscenes und Charakterentwicklung und sowas, die wird einfach erzählt, dass die Charaktere sich... Ja gut, ein bisschen war es auch aus Evies Tagebuch herauszulesen, dass sie immer alles aufräumen musste hinter Jacob und sowas. Hat mir ja alles gespielt, ne? So ist es ja nicht, aber... Ich hatte nicht den Eindruck, dass sie deswegen Jacob jetzt so abgrundtief hasst. Nun, wo können sie sein? Da war das heute Nacht. Sie müssen die Einladung mitgenommen haben. Sind hier eben zufällig 2 Kutschen vorbeigefahren? Ja, Sir. Eine mit einem Mann drin und eine mit einer Frau drin. Die haben sich getrennt. Wo ist der Mann hin? Da lang. Danke. Und das alles nur von der Richtung, die das Kind gezeigt hat. Daher wussten wir, dass er hier ist. Oh mein Gott. Eine private Veranstaltung. Wir haben bestimmt nichts dagegen. Keinen Polizisten töten. Würde das nicht einfach so machen? Mit Rauchbomben? Hallo, Herr Polizist. Ich habe noch nie Polizisten auf Dächer gesehen im Spiel bisher. Sir,
Es ist mir eine Ehre. Ich danke Ihnen für Ihre Unterstützung. Ich grüße Sie, Sir William Gladstone, zu Ihren Diensten. Erstmal verstecken kurz, um die Situation hier zu analysieren. Beschützt, Mr. Gladstone. Wir können hier einfach durchlaufen, wenn er da hinten steht, ne? Wenn er wieder rüber geht, können wir einfach durchlaufen und stehlen, glaube ich. Danke, dass Sie mich und die Partei unterstützen. Wann wird Mr. Disraeli den Kampf aufgeben? Er ist doch chancenlos. Vielleicht noch mal kurz hier rein. Da wieder warten, bis wir wieder raus können. Dafür muss er aber noch mal zurücklaufen jetzt. Ganz ohne Rauchbomben. Vielleicht war ich nicht immer so feinfühlig, wie ich hätte sein können. Aber trotzdem. Weiter, Mädchen. Langsamer. Hier müssen wir zum Bahnhof. Hier das Polizisten sein sollten, weiß ich nicht. Mrs. Gladstone wird bewacht. Ah. Ich muss vorsichtig sein. Ich warte, bis sie allein ist. Nein! Man sollte nicht auf den Ball der Queen ohne angemessen vorzufahren. So, weg hier. Die Kutsche der Gladstones nicht beschädigen. Oh mein Gott, wir müssen ganz sachte fahren, okay? Oh mein Gott. Ich hoffe, wir werden nicht angegriffen. Nun zu den Einladungen. Was ist das? Auf Befehl der Queen sind alle Schwerter abzugeben. Freddy wird wissen, was zu tun ist. So, Mädchen. Da, oh mein Gott. Wenn jetzt nämlich reingefahren wäre, ey. Ganz ruhig.
Mach langsam. So, wunderbar. 100%. So, meine lieben Freunde, wir sehen uns dann wieder im nächsten Part. Bis dann, haltet die Ohren, stellt mal immer das Beste aus eurem Leben. Euer Potato Pet verabschiedet sich. Und der nächste Part könnte schon der Finalpart sein von der Story. Wir werden dann auch natürlich noch Nebenquests haben. Bis dann, haut rein. Tschüss.